Professor Noll, wie wird heute die Herzinsuffizienz behandelt? Wie steigen wir in eine Behandlung ein? Wir müssen zuerst die Diagnose einer Herzinsuffizienz sichern. Und dafür haben wir die klinischen Symptome, haben die Untersuchung mit der Auskultation der Lungen, der Auskultation des Herzens, den EKG, das auch hilfreich ist, um Arrhythmien beispielsweise zu diagnostizieren. Und was in der heutigen Zeit ein extrem hilfreiches Tool ist, ist das Brain Natriuretic Peptide, dieses BNP. Aufgrund eines normalen BNPs können wir beispielsweise eine Herzinsuffizienz ausschließen. Wenn wir dann aber die Ursache einer Herzinsuffizienz genauer kennen wollen, müssen wir eine Echokardiographie durchführen lassen, um die Klappen und die Pumpfunktion des Herzens genau zu definieren. Ist die Diagnose einmal etabliert einer Herzinsuffizienz, insbesondere wenn eine eingeschränkte linksventrikuläre Funktion vorliegt, sollten die Patienten mit einem ACE-Hemmer behandelt werden. Wird ein ACE-Hemmer nicht vertragen, wäre ein Angiotensin-Rezeptor-Antagonist einzusetzen. Was gibt es heute Neues zur Behandlung der Herzinsuffizienz? Wir haben das normale Schema nach wie vor, was die Guidelines uns vorschreiben. Zuerst einen ACE-Hemmer, dann einen Beta-Blocker. Was in den letzten Monaten neu dazugekommen ist, ist, dass wir auch Patienten ohne schwerste Symptome mit einem Blocker des Aldosteronrezeptors behandeln sollten, um dadurch die Prognose, insbesondere die Anzahl der Hospitalisationen, zu verringern. Wie sieht die Abgrenzung aus zwischen Hausarzt und Kardiologe? Wer kann was machen? Die Behandlung einer Herzinsuffizienz gehört eigentlich in die hausärztliche Praxis. Dort werden die Medikamente auftitriert. Man beginnt mit geringen Dosen, zuerst eines ACE-Hemmers, dann in einem zweiten Schritt mit einem Beta-Blocker und überwacht den Patienten initial in engmaschig. Es ist darauf zu achten, dass der Patient keine Flüssigkeit einlagert gleichzeitig, weil die Flüssigkeitsbilanz, die wird mittels Diuretika reguliert. Jetzt war ja heute am Cardiology Update das Thema Herzinsuffizienz auch, wurde auch behandelt. Was können Sie aus dieser Tagung noch unseren Zuhörern, Zuschauern mitteilen? Ich glaube, wenn jemand eine volle medikamentöse Therapie hat und nach wie vor symptomatisch ist, sollte das EKG angeschaut werden. Ist der QRS-Komplex breit, das heißt über 120 Millisekunden, sollte eine Resynchronisationsbehandlung mittels eines Schrittmachers erwogen werden. Dies wird dann von einem Kardiologen durchgeführt. Ein zweiter Schritt ist, wie erwähnt, der Einsatz von Spironolacton oder Eplerenon als Aldosteronantagonisten früher im Verlauf der Erkrankung. Und was wir gerade kürzlich gehört haben, aber was noch etwas Zukunftsmusik ist, es gibt heute kleine Chip-Geräte, die implantiert werden in den Lungenkreislauf, die eine Überwachung des Lungengefäßdruckes erlauben, und wahrscheinlich lässt sich dadurch dann in Zukunft der Patient besser behandeln und managen. Professor Noll, vielen Dank für das Interview. Gern geschehen.